Hi, willkommen zurück zu Majora's Mask. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und oh mein Gott, was war das? Und ich habe tatsächlich gestern gesehen, dass die Planfunktion zum Upload beim letzten Part wohl ein bisschen schief gegangen ist. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Was mich wundert, weil bei Earthbound klappt es auch immer. Oder hat bis jetzt immer geklappt, sagen wir es besser so. Deswegen. Ja, war ich ein bisschen verwundert, war ein bisschen doof. Ist aber nicht weiter schlimm. Also doch, ist kacke, aber es ist nicht irgendwie, dass ich nicht aufnehmen kann oder so. Oder konnte. Konnte ich ja. Nur ich bin halt davon ausgegangen, dass der uploadet. Also für den gestrigen Tag hat er aber schon am Vortag hochgeladen. Dumme Sache. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir haben alle Sora-Eier abgegeben. Und es ist die Nacht des ersten Tages. Wir haben doch noch nicht alle Sora-Eier abgegeben, weil das ist jetzt erst der Fall. Oh Mann. So, was wir im Anschluss gleich nochmal machen könnten, wir könnten uns ein schönes Herzteil holen. Gut, alle Eier nun zusammen wieder sind. Es gleich beginnt. Rasch vor das Aquarium die Stelle. Und zwar mit den beiden Fischen hier. So, Kollege, was ist denn hier? Gut, alle Eier nun zusammen. Okay, ich stehe ja vorm Aquarium. Ich muss ganz davor. Ey, kleine Spermien. Nein. Ja, wobei, es sieht halt echt aus wie kleine Spermien. Große Spermien. Spermien sind ja mikroskopisch klein. Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass Frösche als Kaulquappe auch so. Ach du heilige Scheiße. Sieh nur, was zu bedeuten das hat! Auch so aussehen, wird das wohl normal sein. Ich hab's! Du nicht verstehst, wie diese Sora-Kinder aufgereiht sich haben? Doch, eigentlich wohl. Also, es ist schlüssig, sag ich mal. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir da jetzt eine Gitarre rausholen müssen oder ein anderes Instrument. Warum mache ich das? Ich mache das als Mikau, weil das passt. Ich sollte dafür dann aber mal eben so die Ocarina bzw. Gitarre rausholen. Muss ich ja echt ganz vorstehen? Du nicht, vielleicht hast ein Instrument? Jawohl, ja, das habe ich. Achso, ich kann ja schon. So, haha. Jawohl. Wollte gerade sagen, hä, was ist denn jetzt los? Er ist da voll am Abrocken. Du hast den Bossa Nova der Kaskaden erlernt. Die Kinder der Soras lehren diese Melodie, welche die Stimmen der Zuhörer wieder erklingen lässt. Ach so? Na, guck mal in der Schau. Da, das Richtige es war. Um zu lehren, dieses Lied, diese Soras wurden geboren. Ach so, also haben die quasi gar keinen anderen Zweck, oder wie? Darf ich das jetzt verstehen? Für die Sora, die gelegt hat, diese Eier, dieses Lied spielen du musst. Da wäre ich auch so drauf gekommen, tatsächlich. Danke, aber komischer alter Kauz. Schnell raus hier. Was hat denn der hier so alles? I. I, was ist das denn? Also. Krakenembryos und. Ein Rohr, welches ins Nichts führt, das bringt bestimmt einiges. Na gut, das ist für uns nicht weiter interessant. Das hier könnte noch interessant werden. Oder was heißt es könnte? Es wird noch interessant werden. Nur dafür brauchen wir Fische. Link, du sollst die Tür öffnen, nicht erschlagen. Mensch, in einigen Spielen geht das also jetzt nicht. In einigen Zeldas, sondern in anderen Spielen. Da kann man die Türen ja erschlagen. Frei nach dem Motto, ich komme überall rein, wo ich will. Schade, ich dachte, ich schaffe noch einen Sprung. So, dann geben wir ihm jetzt mal das Foto ab. Das. Ach nee, warte. Bin ich blöd? Das haben wir ja schon längst getan.
Ich trottel. Dann geben wir ihm jetzt mal das Foto ab. Ja, ich glaube auch. Nee, viel besser. Was ist das denn hier? Okay. Nein, wir gehen hier in das Loch rein. Und hier gibt's feinste Fische, die wir fangen müssen. Sieht man hier ganz gut. So, eine Flasche habe ich schon ausgerüstet. Man braucht 6 Stück, also laut Spielratgeber 7, aber ich. Nee, warte. Braucht man. Wir können. Nee, also ich glaube, laut Spielratgeber war das damals so, dass man 7 Fische brauchte. Aber erfahrungsgemäß geht's auch mit 6. Oder war das laut Spielratgeber, man braucht 5? Man braucht 6, aber es geht auch mit 5? Ich weiß es halt nicht mehr genau. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur 6 Flaschen im Spiel überhaupt tragen können, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir 6 brauchen. Bräuchten, laut Spielratgeber. Bis jetzt hat es bei mir eigentlich immer mit 5 geklappt. So. Ich bringe die beiden mal erstmal hin. Ja, komm, das mache ich eben. Ich hätte jetzt natürlich auch eben alle Flaschen voll machen können, aber dann machen wir das gleich, wenn wir hier wieder herkommen. Dann füllen wir alle Flaschen und gehen wieder zurück. Wir müssen sowieso zweimal laufen. Ob ich das jetzt beim ersten Mal mache oder beim zweiten Mal, das spielt keine Rolle. Die Fische bleiben. Ach nee, warte, jetzt will ich spoilern. Die Fische werden groß. Und das ist auch das, was für uns wichtig ist, dass sie groß werden. So, jetzt aber, das war ein Scheißsprung. Das klappt, glaube ich, gar nicht. Oder ich bin einfach zu inkompetent. Das kann auch sein. So. Na, Tibi, da bin ich wieder. Gut, dann geben wir den beiden mal was zu essen. Ist eigentlich viel zu klein, das Aquarium, aber naja. Lasst es euch schmecken, Jungs. Und die werden halt größer. Und ich glaube, jetzt ist auch klar, was passiert, wenn der eine größer ist als der andere. Das geht halt immer so im Wechsel. Bis einer mal nicht schnell genug ist und der andere den Fisch kriegt. Und dann hat er halt quasi verloren. Geh da doch einfach runter. So. Beide gleich groß, nicht weiter interessant. Wir gehen wieder zurück. Ist ein bisschen hin und her gerenne, aber für ein Herzteil ist uns das doch wert. Müssen halt nur gucken, dass wir nicht nur das Herzteil machen. Ja gut, wir haben jetzt die Melodie gelernt. Aber trotzdem, man sollte halt schon, oder ich sollte halt schon aufpassen, dass wir heute auch noch ein bisschen voranschreiten in der Story. Kann ja nicht sein, dass wir uns hier die ganzen Parts nur auf einer Stelle bewegen. Oder einfach mal gar kein Part kommt wegen der Kack-Planfunktion. Ich werde jetzt nochmal akribisch darauf achten, dass es auch wirklich geplant ist für das Datum und für den Zeitraum, wann ich das hochgeladen haben möchte. Nicht, dass das nochmal passiert. Wir können uns die Fische natürlich auch woanders wegholen, aber. Ach, warum? Das würde nur einen weiteren Weg bedeuten und das muss ja nicht sein. So, schnell wieder rein, das geht hier Knall auf Fall. Das ist halt so ein bisschen langwieriger. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei den beiden Schießständen bei zweimal perfekt auch noch zwei Herzteile auf uns warten, ne? Froschemals. Da würde ich fast sogar eben was trinken wollen, aber ich mache das jetzt erstmal eben zu Ende. Ach, wobei ich genehmige mir mal einen ganz kurzen Schluck. Ah. Da kriegst du gleich noch ein ASMR-Video zum Let's Play geliefert. Das gibt's nur hier. Vermutlich nicht. Vermutlich hat irgendeiner von den Abermillionen ASMR-Kanälen schon ein
ASMR Let's Play gemacht. Wobei ich mir das auch absolut komisch vorstelle. Ich meine, das ganze Thema an sich ist ja jetzt oder mag für den einen oder anderen ja recht befremdlich wirken. Und dann auch noch als Let's Play, wo du flüsterst. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht. Ich meine, gut, wenn man dabei einpennen kann, ja, ist doch schön, aber weiß ich nicht, da ziehe ich lieber die normalen Let's Plays vor. Aber gut. Dann wollen wir mal wieder die Fische füttern. Jetzt habe ich doch alle Flaschen gefüllt für den Fall. Und man weiß ja nie, wann man nochmal einen Fisch braucht, ne? Was essen sowas eigentlich? Die essen doch hundertprozentig auch Fisch, oder? Und das als Fisch. Also, naja, quasi, wenn du so willst, ist es doch Kannibalismus. Ja, gut, sowas sind jetzt keine Fische in dem Sinne, aber im Prinzip ist es ja so, oder? Oder es sind halt einfach nur Fragen, die sich kein Mensch stellt, außer ich, weil ich das Spiel wieder viel zu ernst nehme, als es eigentlich ist. Ich meine, es ist einfach nur ein Spiel. Naja, gut, es ist für mich persönlich mehr als einfach nur ein Spiel. Aber ich denke mal, das hat man im Verlauf des Let's Plays schon gemerkt, oder? Dass ich dieses Spiel sehr gerne mag. Ist ja aber auch schön, wenn man so sein Lieblingsspiel hat. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Okay, ich weiß jetzt nicht. Hat der andere Fisch das bekommen? Sind jetzt wieder beide gleich groß oder wie ist es jetzt? Wir gucken einfach mal. Wir haben ja noch 2 Fische. Ich hoffe, ich muss nicht wieder los. Ne, das sieht mir ganz stark danach aus. Das. Ja, alles klar. Das ist offensichtlich. Und jetzt snackt er den anderen Fisch einfach so weg. Und wird richtig fett. Jetzt ist das Aquarium aber zu klein. Er geht durch das Gitter. Bockt ihn gar nicht. Können wir ihm den noch geben? Bestimmt, oder? Bringt aber, glaube ich, nichts mehr. Nö, also der kann sich auch gar nicht mehr bewegen. Ach, ist ja lustig. Jetzt schwimmt der Fisch da. Sein Kumpel hat er aufgefressen, aber den Fisch lässt er am Leben. Das ist ja auch ein Ding. Na gut, das wusste ich auch nicht, dass das tatsächlich, dass der Fisch dann einfach da drin weiterschwimmt. Guck, so schafft man neuen Lebensraum. Wir sind auch Wohltäter, das ist manchmal echt Wahnsinn. So, dann wollen wir mal zu den Soras, oder? Na, ich Arsch. Warte. Ach ja, das geht, stimmt. Haha. Okay, jetzt gehen wir besser schnell hier weg, weil ich habe wirklich keine Lust, nochmal aufgegessen zu werden. Das ist nicht so eine schöne Erfahrung. Autsch. Und vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen die Magie wieder aufleveln. Weil sonst hat man im Wasser nicht unbedingt Chancen. Ist übrigens auch nicht die schlechteste Sache für den Dungeon, wenn man da ein bisschen. Nein, ich Arsch, ich habe keine Magie mehr. Link! Mann! Ah. So, dann bringen wir Lulu ihre Stimme mal wieder und danach gucken wir. Also danach werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit Evan Jam, beziehungsweise werden ihm unser Lied vorspielen. Natürlich nicht als Mikau, sondern als Link. Das ist wichtig. Weil ihr habt ja schon gehört, dass er es wohl nicht so gut findet, wenn andere außer er Songs schreiben, weil er ist ja der Songwriter. Und deswegen müssen wir einfach als Fremder quasi das Lied spielen. Gut, dass ich das komplett vergessen habe, aber ist ja in den Aufnahmen gespeichert. So, wie war das nochmal? Auf Anhieb richtig, komplett aus der Erinnerung. Ja gut, das ist wie lange her? 5 Minuten, glaube ich. Wäre auch schlimm. So, jetzt gibt es noch eine kleine Cutscene auf die Augen.
und ich bin wieder still. Okay, also strange. Das war ja gar keine Insel, das war eine Schildkröte. Die verpennt ist. Hab ich gut geschlafen? Als ich meine Augen öffnete, fiel mir auf, dass die Tage so schnell vergehen. Bist du nicht Lulu? Ja, Lulu, du musst nicht überrascht sein. Auch wenn ich schlafe, sehen meine Augen alles, was im Ozean geschieht. Das ist komisch. Es sieht so aus, als wäre Lulu verwirrt. Bedauerlicherweise bleibt keine Zeit für langes Gerede. Also, stolzer Krieger. Damit bin ich gemeint. Offensichtlich. Die Brandung der Schädelbucht ruft deinen Namen. Rasch, kletter auf meinen Rücken. Okay. Meine Eltern sagen zwar immer, ich soll nicht mit fremden Schildkröten mitgehen, aber das geht wohl. Eine Ausnahme kann man ja wohl mal machen, ne? Okay, cool. Das soweit dazu. Dann rüsten wir mal eben den Enterhaken aus und dann geht's schnurstracks im nächsten Part, in den nächsten Dungeon. Heißt, ich speichere jetzt eben ganz kurz. Ja. Ja, möchte ich. Und das Spiel dann dementsprechend auch beenden. Also danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.